Hi, willkommen zurück bei den Demokratiestartern, bei den Demokratiegestaltern. Und heute werden wir mit Alex reden. Alex ist von der Thüringer Jugendfeuerwehr. Und genau, wir werden mit ihm darüber reden, wie es denn ist, bei der Jugendfeuerwehr zu sein, wie man dabei mitmachen kann und auch, was es vielleicht auch für Probleme geben kann. Genau, jetzt warten wir nochmal auf Alex. Genau, er hat schon die Anfrage gestellt. Hi Alex. Hallo. Hi. Erzähl doch mal was über dich. In welche Klasse gehst du denn? Ja, also ich bin Alexander Gunke erstmal. Ich bin momentan in der 11. Klasse und gehe auf ein Gymnasium in unserer Stadt, also in Heiligenstadt, aufs Sengemann-Gymnasium. Ja. Und erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen? Ja, also das war ganz lustig. Und zwar ist unser Jugendwart damals, unsere Feuerwehr wurde neu gegründet, sage ich jetzt mal. Also die Jugendfeuerwehr war halt relativ Zeit. Eine lange Zeit wurde halt niemand gefunden, der halt den Jugendwart übernehmen soll. Und dann hat sich ein neuer gefunden und der ist dann rumgegangen durchs Dorf und hat halt gefragt, hier habt ihr Lust, bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen? Und weil ich das schon relativ cool fand, wo ich schon klein war, also ich habe sogar schon damals in der Grundschule, dann, also wo ich in die Grundschule reingekommen bin, aus dem Kindergarten raus, habe ich auf meiner Zuckertüte noch so ein kleines Feuerwehrmännchen drauf gehabt. Also da war natürlich sofort klar, dass ich da reingehen muss. Und was würdest du sagen, motiviert dich? Was macht dir besonders viel Spaß? Also was ich sehr gut finde an der Feuerwehr, ist ja generell erstmal die Kameradschaftlichkeit. Also ich kann mich bei uns in der Feuerwehr auf jeden verlassen. Ich weiß sofort, wenn irgendwas ist, kann ich den ansprechen und der ist sofort da, der hilft mir sofort. Und es ist natürlich auch generell Feuerwehr, macht generell Spaß. Es ist ja auch jetzt nicht nur, wir sitzen da rum und hören uns die FWDV3 an. Gehört natürlich auch dazu, aber es ist natürlich auch viel Spaß dabei, zum Beispiel, wenn man das Osterfeuer ablöscht oder wenn man Zeltlager hat. Oder andere Ausflüge gibt es ja auch alles. Also es ist ja am Ende auch wieder ein Treffen von Jugendlichen. Du hast gesagt, du kamst dazu, dass einfach jemand von euch im Dorf gefragt wurde. Wie ist es jetzt, wenn Schülerinnen und Schüler das jetzt zuschauen und jetzt sagen, okay, ich möchte auch mitmachen? Und es gibt schon eine Jugendfeuerwehr bei uns. Kann man einfach mitmachen oder muss man sich bewerben? Muss man einen Test bestehen? Wie läuft das ab? Also es ist von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich, würde ich da sagen. Also ich würde euch einfach mal als Tipp geben, geht einfach mal hin bei der Feuerwehr und fragt nach, wie sieht's aus, kann ich mitmachen? Und meistens ist es so, dass die dann sagen, ja, komm vorbei, dann kriegt man so ein Zettel mit, da steht dann halt so ein paar Sachen, die man wegen versicherungstechnischen Gründen, weil man natürlich dann auch über die FUG, also die Feuerwehrunfallkasse, abgesichert ist bei der Feuerwehr. Und deshalb ist halt, kriegt man so ein Zettel mit, den muss man ausfüllen, bringt dann wieder mit. Und dann ist man halt Feuerwehrmitglied. Aber es gibt auch Feuerwehren, die haben dann zum Beispiel, weil Personalmangel herrscht oder weil es halt nicht genug Leute gibt, haben die dann halt teilweise, dass die dann ein Limit haben, dass maximal 40 Leute in die Feuerwehr reingehen dürfen und dann ist Schluss. Aber das ist selten mal. Also es gibt ab und zu mal was, aber ja, einfach mal hingehen und fragen, kostet ja nichts. Und was genau sind eure Aufgaben? Was macht ihr? Also da muss man jetzt erstmal unterscheiden. Es gibt ja einmal die normale Feuerwehr, also Jugendfeuerwehr, die ist halt hauptsächlich dafür verantwortlich, dass man halt als, dass man die Jugendlichen darauf vorbereitet, wie man später dann im Einsatzdienst wirklich, also verschiedene Einsätze bewältigt, zum Beispiel, wie man jetzt einen Brand löscht, wie man Knoten macht, wie man eine Person aus dem Haus retten kann. Also es ist halt so grundlegende Sachen, die dann halt in der Ausbildung zum Truppmann dann wieder verbessert werden, also halt dann nochmal präziser gemacht werden. Aber dann gibt es ja, wir sind jetzt zum Beispiel, also momentan gibt es ja drei Jugendsprecher, Landesjugendsprecher in Thüringen. Das sind ja Felix, Hannes und ich. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir halt, die Jugendfeuerwehr kann man sich so vorstellen, ist ja jetzt nicht so, dass das Land jeden einzelnen Jugendlichen in der Feuerwehr fragen kann, hier, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Probleme, was sind deine Angelegenheiten? Und darum gibt es dann halt sozusagen, dass die Jugendlichen innerhalb einer Feuerwehr, die wählen einen Jugendsprecher. Und dieser Jugendsprecher wählt dann mit den anderen Jugendsprechern innerhalb eines Landkreises den Kreisjugendsprecher. Und die bilden dann auch zusammen das Kreisjugendforum, also sprich die Jugendsprecher und der Kreisjugendsprecher bilden das Kreisjugendforum. Und dann wählt der Kreisjugendsprecher
mit den anderen Kreisjugendsprechern innerhalb Thürings den Landesjugendsprecher oder halt die drei Landesjugendsprecher und die bilden dann halt das Landesjugendforum. Und wir haben halt als Jugendsprecher die Aufgabe, dass wir halt das Landesjugendforum in verschiedenen Gremien erstmal vertreten. Also sprich, es gibt ja zum Beispiel den Landesjugendring. Es gibt natürlich auch das Bundesjugendforum, was dann wieder etwas über dem Landesjugendforum ist. Dann sind wir natürlich auch in verschiedenen Vorstandssitzungen von der Feuerwehr mit dabei, weil gerade in der Jugendfeuerwehr muss ja auch, es heißt ja Jugendfeuerwehr und das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn jetzt die Jugendlichen nicht mitentscheiden dürften, sondern wenn das alles die Erwachsenen machen würden. Dann sind wir natürlich auch für verschiedene Planungen verantwortlich, zum Beispiel wenn ein Treffen des Landesjugendforums geplant ist, dass wir dann helfen dabei. Und ja, es ist halt so, dass wir möglichst versuchen, dass wir auch die Feuerwehrmitglieder innerhalb des Landesjugendforums auch miteinander ein bisschen connecten, also halt auf deren Probleme eingehen, auf deren Angelegenheiten, die sie gerne äußern möchten, dass wir versuchen, eventuell, wenn es ein Problem gibt, innerhalb des Landesjugendforums eine Lösung zu finden, beziehungsweise wenn es wirklich nicht gelöst werden kann, dass wir dann halt das weitergeben an die Leute, die eventuell eine Lösung finden können. Und dass man natürlich dann auch am Ende Stellungnahmen schreibt, um zum Beispiel die Meinung der Jugendlichen innerhalb der Thüringer Jugendfeuerwehr zu zeigen, also darzustellen. Würdest du sagen, es gibt ein Ereignis, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, so einen Tag, wo du dachtest, so wow, ich finde es toll, dass ich hier bin? Also da gibt es sogar mehrere. Also was mich wirklich, wo ich mir jetzt wirklich, da bin ich richtig glücklich drüber, das war natürlich dann auch damals, wo die das erste Präsenztreffen des Landesjugendforums war, wo ich dabei war halt. Und da wurde natürlich auch der Jugendsprecher gewählt, also unter anderem ich ja. Das bleibt natürlich gut im Gedächtnis. Es war auch sehr schön der Tag, weil wir dann halt noch so ein paar Spielchen gemacht haben und uns noch so ein bisschen ausgetauscht haben. Und das hat man ja vorher über Zoom zwar machen können, aber es war natürlich auch ein bisschen komisch, wenn man natürlich dann die ganze Zeit nur mit dem Bildschirm geredet hat. Dann finde ich innerhalb von meiner Dorfjugendfeuerwehr ist zum Beispiel das Zeltlager immer ein riesiges Event, finde ich, weil man halt mit den Kameraden der Feuerwehr sich halt zusammen zelten kann. Man macht verschiedene Sachen, wie zum Beispiel im Kletterpark fahren, ins Schwimmbad fahren. Wir haben auch mal mit der Drehleiter eine Übung gemacht. Da sind wir dann auf irgendwas bei 25 Metern hochgefahren, haben dann da auf dem Dach spritzen können mit dem Ding. Das war einfach richtig cool. Also es macht auch Spaß und sowas ist halt, das bleibt dann halt auch in Erinnerung. Was würdest du sagen, sind so Gründe, warum Menschen immer weniger sich für die Gesellschaft engagieren in den letzten Jahren? Also das ist schwer zu sagen. Es kommt natürlich auch immer auf die Person an. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass es immer weniger freiwillige Feuerwehrleute gibt. Unter anderem dadurch, dass man jetzt natürlich auch immer in den Nachrichten immer häufiger hört, dass irgendwelche Einsatzkräfte angegriffen werden, dass sie teilweise verletzt werden, teilweise sogar sehr stark verletzt werden. Und generell, das ist, Feuerwehr ist ja natürlich auch ein bisschen mit Risiko verbunden. Also ich kann ja nicht in ein brennendes Haus reingehen und denken, das ist jetzt noch genauso stabil gebaut wie ein normales Haus. Aber das ist halt so das, wo ich denke, dass viele Leute da abgeschreckt werden. Dann sind natürlich auch, dass immer mehr Leute sich denken, ich habe weniger Zeit, ich habe zu wenig Zeit, ich muss studieren, ich muss lernen, ich muss eine perfekte Karriere haben. Und auch Jugendfeuerwehr oder generell Feuerwehr frisst natürlich auch Zeit, weil die ganzen Ausbildungen und so, das ist natürlich auch nicht, die Zeit kann man sich ja auch nicht irgendwo geschenkt holen. Und das sind halt so Gründe, wo ich sagen würde, das ist halt erstmal die Sicherheit und dann halt diese Zeit, die fehlt, wo Leute abgeschreckt sind vor. Was glaubst du, wie könnte die Politik dagegen helfen? Hast du so drei Sachen, so drei Wünsche? Du könntest jetzt im Bundestag sprechen und dich für die Jugendfeuerwehr oder allgemein für die Feuerwehr, aussprechen. Was wären deine drei Wünsche? Also natürlich würde ich erstmal wünschen, dass es erstmal mehr Sicherheit gewährleistet werden kann, dass zum Beispiel Gewalt gegen Einsatzkräfte härter bestraft wird oder irgendwas in der Richtung, dass man halt sagt, wir wollen nicht, dass mehr Einsatzkräfte angegriffen werden. Das muss erstmal sein. Dann natürlich wäre es auch gut, wenn ein bisschen mehr Geld in verschiedene Punkte geflossen wird, also fließt zum Beispiel, dass mehr Leute halt angestellt sind bei Jugendarbeiten, zum Beispiel bei der Feuerwehr, dass man halt nicht diese Obergrenze haben kann von 40 oder so,
weil man nicht genug Leute hat, weil die halt die Betreuer sind. Weil es muss natürlich dann auch die Jugendfeuerwehr von heute ist die, die nächste Woche rausgeht und dann, wenn dann im brennenden Haus ist, auch die Person aus dem brennenden Haus rausholt. Und das ist halt wichtig, weil es kann nicht sein, dass man jetzt da an der Jugendarbeit spart und später dann halt dann zu wenige Leute hat und sich dann aufregt, dass man zu wenige Leute bei der Feuerwehr hat. Das sind halt die, ich habe aktuelle Zahlen zum Beispiel, dass im Jahr 2020 sind aus der Jugendfeuerwehr nur in Thüringen jetzt sind 1227 Feuerwehrmitglieder in die Einsatzabteilung gewechselt. Also sprich, sie sind jetzt aktive Einsatzmitglieder. Sie fahren jetzt aktiv raus, um Menschen zu helfen. Und das ist eine riesige Zahl. In ganz Thüringen ist das natürlich, das klingt wenig, aber es ist schon 4227 innerhalb von einem Jahr. Und dann würde ich natürlich auch gut finden, das ist jetzt weniger für die normale Feuerwehr, sondern eher für die Jugendfeuerwehr, dass man zum Beispiel dass es in jedem Landkreis ein funktionierendes Kreisjugendforum gibt, weil das ist natürlich momentan auch in Thüringen noch nicht ganz so. Es gibt halt Kreisjugendforen, wie zum Beispiel in Nordhausen war ich, da funktioniert das sehr gut, da hat Hannes sich wirklich sehr gut dahinter gehangen. Und dann gibt es halt andere Orte, wo halt das Kreisjugendforum gar nicht vorhanden ist teilweise. Und dann kann man natürlich auch nicht die Meinung der Kreisjugend, also der Kreisjugendfeuerwehr repräsentieren, wenn man natürlich auch nicht weiß, woher man diese Meinung nehmen soll. Also deswegen halt meine drei Wünsche, dass es mehr Geld gibt, mehr Sicherheit und bessere Kreisjugendforen. Du hast gerade von den vielen Jugendlichen gesprochen, die jetzt 2020 gewechselt sind. Würdest du das Spiel auch machen wollen? Also Also ich werde auf beruflich? jeden Fall später in die Einsatzabteilung gehen, also in die Freiwillige Feuerwehr. Beruflich, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich eigentlich zur Bundeswehr wollte. Aber ich habe das halt doch schon im Hinterkopf mit der Feuerwehr, weil es halt natürlich auch, es macht ja Spaß, es ist auch was, was ich jetzt hobbymäßig mache. Aber auf jeden Fall wird die Einsatzabteilung für mich später drinne sein. Nun ist es ja so, dass momentan die ganze Welt auf die Ukraine schaut und auch Einsatzkräfte von Deutschland mobilisiert wurden. Werdet ihr persönlich als Jugendfeuerwehr auch mithelfen können oder könnt ihr da überhaupt damit helfen? Also ich glaube, wir als Jugendfeuerwehr direkt können halt wirklich nur uns unser Mitgefühl austeilen, dass wir, beziehungsweise wir können natürlich auch ein paar Stellungnahmen schreiben, dass wir als Jugendfeuerwehr gerne wollen, dass da hinten Frieden herrscht. Aber direkt helfen können und dürfen wir noch nicht. Das ist leider so, weil man darf als Jugendlicher nicht mit zu Einsätzen rausfahren. Das darf zum Beispiel auch nicht mal sein, wenn es jetzt draußen geschneit hat, dass zum Beispiel mit der Schnee weggeräumt wird in Feuerwehruniform. Aber dementsprechend wäre es natürlich noch unsicherer, die Leute ins Krisengebiet zu schicken. Aber wir als Jugendfeuerwehr können natürlich Stellungnahmen schreiben, was wir den Jugendlichen sagen wollen oder was die Jugendlichen der Regierung sagen wollen. Wir können natürlich dann auch versuchen, den Leuten, die jetzt geflüchtet kommen aus der Ukraine, dass man zum Beispiel sagt, okay, ihr könnt jetzt in die Feuerwehr eintreten, weil hier habt ihr jetzt schon mal, ihr könnt neue Freunde kennenlernen, ihr könnt hier kameradschaftlich zusammenarbeiten, alles Mögliche. Und das ist halt das Einzige, was wir machen können. Momentan, aber natürlich kann die Freiwillige Feuerwehr mehr machen. Was würdest du denn den Leuten gerne sagen, die sich fragen, okay, warum brauchen wir überhaupt eine Feuerwehr? Also es brennt nicht so oft und Katzen vom Baum, ich habe noch nie eine Feuerwehr gesehen, die eine Katze vom Baum gerettet hat. Was würdest du gerne den Leuten sagen, warum braucht man euch? Ich würde denen einfach gerne mal sagen, stell dir mal vor, du fährst über die Landstraße, auf einmal kommt ein Rehe vor dir, vor dein Auto gelaufen und du fährst gegen einen Baum. Wer kommt und rettet dich aus dem Auto? Genau, die Feuerwehr. Und die muss es ja geben. Es muss ja am Ende Feuerwehrmitglieder geben. Und da finde ich das jetzt auch, was zum Beispiel jetzt seit ein paar Tagen mit besprochen wird, mit diesem Dienst, also nicht Wehrdienst, sondern halt diesen, Ja. ich glaube, Dienstbereitschaft, so wie das hieß, Das eine dass man Jahr das macht. sozusagen. Ja, das Ja. eine Jahr, dass man sich das halt bei der Feuerwehr, beim Militär, bei Rettungssanitätern oder irgendwas in die Richtung machen muss. Das finde ich sehr gut aus dem Grund, dass natürlich manchmal muss man Leute zu ihrem Glück zwingen. Ist einfach so. Und wenn man die natürlich dann zur Feuerwehr dadurch bringen könnte und auch wirklich dadurch aktive Feuerwehrmitglieder kriegen würde, hätte man natürlich auch mal mehr Feuerwehrmitglieder. Und die könnten natürlich dann auch mehr Unfälle oder Brände, Hilfeleistungen, zum Beispiel, wenn eine Katze im Baum ist, wenn es schneit, wenn große Überflutungen sind. Dächer werden abgedeckt vom Sturm oder sowas in die Richtung. Das sieht man immer wieder in Nachrichten. Da ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Also
Jetzt neulich beim Sturm zum Beispiel, wo der jetzt war, da ist er natürlich dann auch hier immer Blaulicht durch die Gegend gefahren. Also man hat immer Feuerwehr im Einsatz gehabt. Und dafür ist die Feuerwehr nun mal sehr wichtig. Und es darf nicht ein Leben ohne Feuerwehr geben, weil es muss sie geben, um Menschen zu helfen, um Menschen die zu zeigen, es gibt Leute, die im Notfall für euch da sind. Und natürlich auch, um innerhalb des Verbandes eine gute Kameradschaftlichkeit herzustellen. Sehr gut gesprochen. Ich würde jetzt noch eine Runde entweder oder mit dir spielen. Das wird so ablaufen. Ich nenne dir zwei Szenarien. Du sagst dann das eine oder das andere. Du musst dich überhaupt nicht erklären. Okay? Okay. Okay. Also es fängt an. Sollte man besser neue Arbeitsplätze schaffen oder bestehende stabilisieren? Neue Arbeitsplätze schaffen. Okay, Stichwort Lehrpläne aktualisieren. Sollte man besser über psychische Krankheiten genauso aufklären wie über physische Krankheiten oder lieber mit BWL und Steuern auf das wirkliche Leben vorbereiten? Also lieber mit, also auf die Krankheiten auch aufmerksam machen, weil es gibt natürlich gerade jetzt in unserem Alter sind sehr oft Leute, jetzt immer mehr werden Leute, die in die Psychiatrie oder in verschiedene Kliniken müssen, weil sie halt psychisch nicht mehr mitkommen. Also ich finde, das sollte unbedingt geklärt werden. Verpflichtendes Lobbyregister oder mehr Regeln für Politiker? Mehr Regeln für Politiker. Okay. Das Bundeswahlrecht ab 16 oder die Legalisierung von Marihuana? Da glaube ich, würde ich eher die Legalisierung nehmen, weil ich natürlich, ich finde das mit 16, da ist noch viel, das die Eltern beeinflussen können. Ja. Okay. Und das letzte, ein innerdeutsches Flugverbot oder ein kostenloser Nahverkehr? Kostenloser Nahverkehr. Alles klar. Wenn jetzt Schülerinnen und Schüler auf euch zukommen können, habt ihr einen Instagram-Kanal, wo sie sich anschreiben können mit Fragen? Also wenn noch Fragen kommen sollten, könnt ihr natürlich über die offizielle Thüringer Jugendfeuerwehr Instagram-Seite erstmal mit Instagram aufnehmen. Aber was ich euch empfehlen würde, wenn ihr direkt an uns drei, also an Hannes, Felix oder mich gehen wollt, wenn man auf die Seite der Thüringer Jugendfeuerwehr geht, dann gibt es unter uns heißt das, glaube ich, oder wer sind wir, weiß nicht genau, da steht auf jeden Fall Landesjugendforum. Und wenn man da draufklickt und ganz nach unten scrollt, da sind dann drei Bilder. Das sind dann die Bilder von Hannes, Felix und mir. Und darunter steht immer drunter E-Mail schreiben an Alexander, an Hannes oder an Felix. Und dann könnt ihr da einfach eine E-Mail schreiben und wir beantworten die ziemlich schnell, sobald wir sie halt lesen, versuchen wir sie auch zu beantworten. Und wenn ihr jetzt Fragen spezifisch zu eurer Dorfjugendfeuerwehr, Stadtjugendfeuerwehr oder irgendwas in die Richtung habt, dann könnt ihr auch direkt zu den Ansprechpartnern, zu den Jugendwerten, zu Mitgliedern hingehen und da fragen, wie das da aussieht. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die Jugendfeuerwehr zu kontaktieren. Alles klar, super. Genau, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin noch sehr viel Spaß bei der Jugendfeuerwehr. Und ich hoffe natürlich, Danke. dass es mittlerweile jetzt wieder geht mit den ganzen Stürmen und so weiter, dass sie nicht mehr, dass sozusagen die Hauptfeuerwehr nicht mehr so oft raus muss. Ja. Dankeschön auch. Es war ein schönes Interview und Dankeschön. Danke. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.